kurz. So. Heute Abend sind wir, wie ihr seht, eine größere Gruppe und wir werden richtig schön viel Scheiße bauen. So sieht's aus. Jetzt macht noch mal ein bisschen Gollum hier. Jesus dran. Alles klar, dann können wir losziehen. Hey, da! Ich hab auch zugehauen. So, hallo zusammen. Wie versprochen folgt heute die große Racheaktion, nachdem uns die Bullen ja doch ziemlich auseinandergenommen haben, nach meinem kleinen Fail, werden wir uns heute gebührend rächen und ja, eventuell sogar einen Bullenhelikopter erobern, wer weiß. Ich wünsche euch viel Spaß und bei Gefallen, wie üblich, naja, wisst ihr ja, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sind ja mehr die Links ein, ne? Wäre gar nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen getrennt sind. Oh, hier ist... Nee. Alles gut. Stopp. Wow, was ist das? Alter, na, ihr habt mich gerade irgendwie ganz komisch, ich wurde total komisch zur Seite weggedrückt. Seid ihr schon raus oder fliegt ihr immer noch? Fliegen noch. Alle sind raus, Johannes fliegt noch. Wo ist die Frage von denen? Was? Die wissen jetzt genau, wo wir gelandet sind, ne? Ja. Wir gehen auch schon gesammelt, gelandet? Nö. Wollt ihr nicht landen? Blockiere links rum. Dann gehe ich frontal. Wo ist denn das Auto von denen? Weil der Punkt, den Sese gesetzt hat. Den was? Yeti ist in der Richtung. Ihr müsst Richtung Yeti laufen, Johannes. Welcher von beiden ist denn Yeti rechts? Der Christoph. Ja, ich sehe die Namen nicht mehr. Links von dir. Zur Main Road quasi. Ja, okay. Ja, wollen wir die am Wagen abcampen oder wie? Weiß auch nicht, du. Ich häng hier rum und scheiß mir in die Hose. Ich muss erstmal pinkeln. Boah, ich würde auch. Ich schon. Warum sind wir. Lass uns doch alle attackieren, oder? Nein, geht ja, auch ich runter. Weiß nicht, Conny, was machst du denn jetzt hier? Willst du raus? Ja, alle! Ja, wollen wir jetzt nicht Action machen? Ja, ich weiß ja nicht, wo die hingelaufen sind. Ja, einer rennt vor, die anderen 100 Meter, 200 Meter dahinter, dann wird der attackiert hier, was soll das? Und dann sag ich, oder wer auch immer vorrennt, ist mir egal. Freunde, ihr seid jetzt die Geiseln, irgendwie so. Offen? Jetzt André natürlich pissen, ne? Ja, kommt auch gleich wieder. Schließ ihn ein. Nein. Bin da. Raus. Jo. Rennt nicht über den Berghang. Wo ist eine Seele? Von rechts. So, ja. Sind alle da? Na, ich stehe ein bisschen weiter versetzt hinter dir. Geben könnte. In deinem Auto. Der opfert sich dann und drückt vor. Und da wollen wir es nicht so machen. Mir ist es ja wurscht, wie wir es machen. Yeti kann am besten sprechen. Ja. Ja, was soll ich denn sagen? Lass dir was einfallen. Sollen wir vielleicht mal alle unseren denselben Punkt auf die Map setzen? Und zwar genau einfach mitten reingesetzt. Auf das Heroinfeld. Ich hab's meinen auf diesen roten Kreis Heroinfeld gesetzt. Auch. Dass alle dieselben Entfernungen haben.
Ich habe jetzt 291 noch bis dahin. 290. 296. 300, ja? Aber ich müsste jetzt schon auch so langsam irgendwie da sein. Ja, das ist ja weit verteilt, ne? Ich bin jetzt 180 entfernt von dem roten Punkt. Bin hier bei irgendeinem Gebäude? Läuft der Heli eigentlich noch? Nö. Seid ihr stehen geblieben? Nö. Ja, unten Heli läuft auf jeden Fall. Effekte überdrehen. Wo ist das Auto von denen? Ich höre was fahren. Ah, ne. Schon gut. Scheiß Wind. Ich rück jetzt auf 170 vor. Ich bin mal 190. Da läuft was. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Seh wen. Wo denn? Also irgendwie markiert er hier ein. Hä? Bei 220 Grad von meiner Position aus. Alter, ja, stimmt. Ist rechts von uns. Ich kann mit meinem Snipervisier nicht snipern. Der ist ziemlich nah bei mir dran irgendwie. Sanitäter, ich sehe ihn auch. Ich sehe ihn auch. Der ist direkt vor mir. Habt ihr gehört? Der sneakt hier rum. Soll ich den wegmachen? Mein Snipergewehr geht nicht im Dunkeln. Mein Visier. Einfach so wegmachen darf man ja nicht. Man muss ja vorher irgendwas sagen, ne? Ihr wisst, oder? Wo ich bin, der ist direkt bei mir. Spieler gesehen, von mir aus, genau nordöstlich vom Punkt. Bei dem Haus. Was ist eine weiße Hausruine? Ich sehe, ne? Oh. Zwischen mir und dem Haus. Von mir läuft direkt einer her, Sanitäterchef. Die laufen hoch. Die kommt zu euch hoch. Der liegt in der Kalle, nee, du liegst da. Ich lieg da. Der zweite läuft hoch. Ich kann den einen jetzt als Geisel nehmen. Soll ich mich ansneaken? Mach. Soll ich ihn wegschneiden? Das sind Kalle, zwei Leute, die sind an dir vorbei. Soll ich sie ja weghauen? Nein, dürfen wir nicht. Ich lauf hinterher, okay? Der läuft Richtung euch hoch. Ja, einer ist genau vor mir jetzt. Ja, einer ist nicht hier. Shit, ich hab ihn verloren. Nee. Ich sehe einen, der zielt hoch auf den Berg. Echt gefährlich, gerade wenn wir getased werden, ne? Rotze weg. Wieso ist das verboten? Seht ihr mich? Ja, der eine ist ein bisschen weiter rechts. Seht ihr mich? Du bist oben auf dem Berg noch, ne? Ja, genau vor mir. Einer kommt jetzt hochgelaufen. Da laufen drei Leute zu euch hoch. Ja. Ja, The Punisher. Die wollen mich festnehmen. Die haben was gesagt. Sag das. Ja, pass auf. Taste. Ich bin getased worden. Okay, schießen. Schieß die Leute weg. Okay. Bin festgenommen worden. Ich hab den zweiten verloren. Hab ich getroffen? Oh. Zwei Stück hab ich. Einer bei mir. Wo liegst du? Ich stehe am Baum. Der nächste ist... Heli kommt. Schüsse. Das bin ich. Chef ist noch da. Ich glaube, der schießt auf mich. Der ist down. Der ist down. Halle, bei dir liegt einer daneben, ne? Irgendwie ja, ob ich der ganz aber, ich kann mich aber nicht befreien. Was macht der hin? Martin ist ein Bulle, 100 Pro. Ja. Der geht einfach mal direkt vor mir runter. Rein. Wo bist du? Bist du oben auf dem Berg oder bist du am Haus? Der ist tot. Nee, der ist tot. Shit. Ey, seht ihr, wo ich bin? Der geht direkt vor mir runter. Vor mir auch. Von mir auf! Greif ihn an! Achtung! Stopp, von hinten! Riesen! Ist einer erwischt? Ja, ist tot. Da ist noch ein zweiter. Sicher? Ja. Ich bin nie allein. Na, ich bin mir nicht sicher. Ich bin direkt weg. Overlord, bist du das hier, ne? Bist du noch gefesselt? Ja, ich bin noch gefesselt. Einer muss mich mal freimachen. Bist entfesselt? Leute, der hat mich Gott sei Dank nur getasert. Ja, die tasern auch nur.
Ich bin direkt beim Heli. Heb das Geld auf. Heb das Geld auf. Hier ist die Wumme. Nimm sie in den Rucksack. Nimm sie in den Rucksack. Kannst du in den Heli einsteigen? Meine Steuerung ist irgendwie komisch. Kann ich nicht in den Rucksack nehmen. Die könnt ihr eh nicht benutzen. Doch, jetzt. Die könnt ihr eh nicht benutzen. Ich hab sie im Rucksack. Klar kannst du die benutzen, die Bullenwaffen. Das ist meine Waffe, die du gerade im Rucksack hast. Aber ist auch gut. Ich hab die Bullenwaffe im Rucksack. Nice. Wollen wir, ich würde sagen, was mit dem Heli? Den können wir nehmen. Geil. Geil, Alter. Ah, der ist ziemlich im Arsch. Aufpassen, jetzt kommen garantiert noch mehr. Kann reparieren. Ja, lass uns hier verpissen. Ernsthaft, ja. Die kommen jetzt bestimmt. Wir haben einen Bullenheli, wir haben eine Wumme, ist doch super. Also irgendwie ist meine Steuerung im Arsch. Repariere kurz. Diese Doppelsteuerung? Ich mach den Motor schon mal an. Jo. Ich geh mir fliegen mit eurem Heli. Jo. Gut. 50%. Noch nicht abheben, dann bricht er ab. Drei Leute. Noch Schiff! Nicht abheben, noch nicht Entschuldigung, abheben. Entschuldigung. War noch mehr, oder nicht? Nee, das war eine ganze Menge. Wir haben, glaube ich, gerade... Ist er repariert? Ja, ist repariert. Spring rein, spring rein, spring rein, spring rein. Ich bin drin. Wir hatten das Geld oben aufgehoben. Ich habe 680 aufgehoben. 1000? 680 Dollar. Das wäre wieder ein super Deal gewesen. Ja, ich hab überlegt. Ja, geil! Du fliegst doch bei mir mit, ne? Ja, ja. Da kannst du nur über Text Aber wie schlecht der da einfach okay. In der Mitte gelandet ist. Was passiert denn mit F? Maustastenmenü. Ne, ich kann keine Sirene anmachen. Nein. Oder warte? Das ist nicht. Ich kann nur so einen Suchscheinwerfer anschalten. Ja, das ist normal, kannst du dir ausmachen. André, scann mal die beiden Autos vor uns. Wir haben hier einen Ork in der Luft und zwei LKWs. Ein Hemmet und ein Transport-LKW. Richtung Drogendealer oben, also beim Side-Prozessor. Alles klar, dann sind sie fällig, oder? Ja. Da ist noch ein Heli, habt ihr auch gesehen, ne? Ja, den Orker. Wie weit seid ihr vor uns? Das sind Salzleute. Und links von uns ist der Heli, Johannes. Ja, ja, ich hab sie gesehen. Ich sehe unter uns den Truck. Jo. Ja, wollen wir dann beim Salzhändler runtergehen, oder was? Hätte ich fast gesagt. Go, go, Conny schnell landen und du, Nee, der ist nicht hier. Das ist doch Prozessor, ne? Jo. Die können wir doch dann gar nicht nehmen. Wir müssen beim Trader. Er gibt Begleitschutz, der Heli, oder was? Sieht so aus. Das ist natürlich Mist, wenn der uns von oben scannt. Habt ihr mal den Heli gescannt, wer das ist? Juri Sanchez. Ich hab keine Ahnung, wie zusammengenommen. Was, Sanchez oder was? Ja, ja. Das andere ist Sergeant Luffy und Remus. Das Bullen? Nee. Die fahren nicht zum Salzprozessor. Nee? Sondern? Mit einem Hemmet und einem LKW? Warum? Als Bullen sind. Die haben keine anderen Fahrzeuge mehr, weil wir sie alle haben. Die heben sich einfach eine Menge Geld vom Konto ab. Ja, was soll man machen? Sicher, dass die zum Salzprozessor fahren und nicht zu dem Drogen. Ah, die sind abgebogen, ne? Nein, die müssen da hin. Anders geht's doch gar nicht. Wir können das natürlich so machen, dass Johannes mit dem Polizeiheli ankommt und schreit Kontrolle. Erkennt man den sofort als Polizeiheli? Wenn sie uns. Als Polizeiheli ja. Ey, wir stellen den einfach ab und dann denken die sind in Sicherheit.
wenn sie die Polizei sehen. Oder? Würde ich zumindest denken. Wir können ihn nicht abschließen, auf einmal steigen sie ein, fliegen weg. Achso, ist mir doch Latte. Hast du eigentlich einen Schlüssel dafür, Johannes, oder? Nö. Aber ich kann den auf- und abschließen, merke ich gerade. Wirklich? Ja. Ich auch. Lasse ich euch beide raus und versteckt meinen Heli, ja? Ja. Aber wir müssen ja erst warten, bis sie beim Soul Trader waren, ne? Also ja, erst auf dem Rückweg. Dann wir abdecken, ja. Sonst kommen wir nämlich alle nicht weg. Ah ja, stimmt. Warte mal, wir können ihn doch abschließen angeblich. Ja, ihn decken wir nicht mehr aus, ne? Auf. Außerdem werden die eben schon gesehen haben, dass wir einen Bullen gesehen haben. Ne, jetzt kann ich ihn nicht mehr abschließen. Lass ihn aber stehen. Also ich lauf mal hier rein. Also ich bin jetzt unten in der Halle drin. Ist das richtig? Ja, da sollst du aber wieder raus. Das ist nicht gut, wenn du da drin stehst. Du sollst doch reingucken. Da so ein Pack und Gesinde hier drin ist. Mal gucken, ob ich überhaupt mit der Knarre schießen kann hier, oder was ist denn hier los? Oh, der Sonnenaufgang ist natürlich übel, ey, ne? Was ist jetzt los? Oh, mein Spiel. 30 Schuss, naja. 6,5 mm, hat da nochmal wer was für mich? Warte. Auf jeden. Also ich liege jetzt in diesem Außenposten. Yeti, wo bist du denn vor mir? Drops hier ein. Ja. Liegt hier. Irgendwo. Jo, ich danke dir. Bitteschön. Euch. Oh, ich muss mal auf den Pott. Wenn der Scout auch pissen geht, Kalle, das geht ja wohl gar nicht. Ich glaube, da kommt keiner mehr. Die wären ja schon längst da. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Das ist ein Hemmet voller Salz, André. Das müssen die umladen. Wenn es einer ist. Bei zwei. Dann müssen die den ganzen Weg hier runterfahren. Der Hemmet ist ja auch arschlangsam, denke ich mal. Der LKW ist es auf jeden Fall. Den LKW kriegst du bei Cavella bergab auf 105. Ja. Bergab. Das Fahrrad kriegst du in DayZ Backup auch auf 90. Und wenn du dann gegen einen Mini-Stein fährst, bist du direkt tot, auch wenn du 250 Gold in der Tasche hast. Ich hätte eine geile Aussichtsposition. Und das 5 Minuten für Server-Neustart. Wo? In dem anderen Rebellenturm? In diesem Rebellenturm da drin. Mhm. Soll ich mal scouten mit dem Heli, oder? Nee, es verrät ja total. Irgendwer wird gleich schon kommen. Ich lauf da mal hin. Ich höre irgendwo ein Heli. Ich höre hier irgendwo ein Heli. Ich höre keinen. Das wäre so witzig, wenn jetzt die Todleute kommen würden und sich hier auch verschanzen würden. Ne? Das hatten wir doch schon, das Spiel. Ja, aber das fände ich jetzt einfach nochmal ziemlich witzig. Also jetzt fände ich es auch richtig witzig. Also ich spreche diesmal keinen an. Ich knalle einfach drauf. Das kannst du haken. Ne, Riese? Doch, die sind noch da. Ja. Waren das tot? Nee, das war ein THC bei euch. Aber die sind da schon anders gestorben. Ja, Heli kommt über Kallis Richtung. Orca. Das sind sie. Da ist er, jetzt bin ich gerade raus. Wie, du bist raus? Raus, wo raus? Ja, ich höre einen Orca. Ja, Yuri Sanchez kommt. Der scoutet bestimmt. Verschanzt euch und nicht so viel bewegen. Er fliegt dran vorbei. Ja. Scheiße, ich habe jetzt gesehen. Wo ist er denn? Ist direkt über uns. Ja, aber direkt über mir. Will der hier landen auf mir? Ah ja. Der landet Alter, hier. Alter, landet der auf mir? Ja, ist doch perfekt. Besser kannst du doch gar nicht laufen. Dann bin aber ich tot. Ich sehe die LKWs noch nicht, das wundert mich. Wo habt ihr euren Heli geparkt? Auf dem Feld neben der Straße. Den wird er wahrscheinlich gesehen haben, ne? Ja, aber es ist ja Polizeiheli.
LKWs? LKWs. Ja, komm. Perfekt. Ja. Haltet euch ruhig. Der hat uns noch nicht gesehen, hoffe ich. Sonst würden die LKWs nicht kommen, denke ich mal, ne? Wie gehen wir da... Wie gehen wir dann vor? Wir halten. Ja, umdrehen, schießen. Ja, erstmal... Deiner LKW voraus. Ne, erstmal müssen sie es selbst verticken. Ja, ja, wir machen erstmal noch, wir machen noch gar nichts. Wir lassen die... Der Hammett, oder wie er heißt, kommt. Ja, Hammett, sehe ich. Wo ist der Heli? Und der zweite. Der Heli ist über... Dings quasi. Also ich bin in diesem weißen Gebäude drin. Hammett fährt zum Trader. Oh, Jungs, der wird... fährt zum Trader. Perfekt. Ha, ich hab Blutdruck. Wie machen wir es dann? Wie machen wir es dann? Wenn der Heli runtergeht, müssen wir das Feuer öffnen. Oder soll ich Feuer, wo wir Feuer überfallen? Ist denn überhaupt... sagen, wann die fertig sind mit, wenn sie wegfahren wollen. Dann schießen wir auf die Reifen. Ja. Ja. Oder wenn der Heli landen will. Ich hab den Reifen definitiv im Blick. Beim Hammett. Ich hab nichts von denen im Blick. Seht ihr den Reifen Trader? Nee. Kann sein, dass der Heli ziemlich niedrig ist? Ja. Ich glaube, der ist über unserem Haus, kann das sein? Nee, ich sehe ihn direkt. Sieht irgendwer, was da jetzt passiert? Ich sehe nur den Hammett und wenn er losfährt, knall ich die Reifen kaputt. Das ist gut. Soll ich... Wenn die losfahren, sagt Bescheid, dann renne ich raus und verschanze mich da am Tor. Aber ich habe jetzt auch echt die Sorge, dass die einfach das Geld nehmen und in den Heli einsteigen. Was machen wir dann? Machen wir einen Hammett. Auf die Heli schießen. Nee, Hammett haben wir da nicht. Und doch, ich hab ein Repair-Kit dabei. Ja, du kannst ihn ja nicht aufmachen. Wie wolltest du denn Lockpick denn? Scheiße! Wo ist denn jetzt der Heli? Wollen wir schon mal rushen oder was? Der LKW bewegt sich. Fährt. Der Hammett auch, ne? Fährt er hin? Hm? Hat er nicht. Fahren Sie raus? Ich bin draußen. Wir fahren die LKWs raus. Der Hammett ja, bewegt sich noch. Der Hubschrauber haben wir dann noch. Stop. Hammett ist weg. Hammett ist weg. Der LKW ist... Drop your weapon. Drop your weapon. Conny, du kannst Deutsch reden. Ja. Waffe runter. Waffe runter, Waffe runter. Schießt der? Ja. Hab ihn. Den am LKW? Ja. Der Hammett, der Dings geht runter, der Orca. Hab ich im Blick? Ich glaube, der sammelt den anderen Typen ein. Schüsse, wer schießt? Ja. Ich bin das. Hier ist nix. Komm zurück, der Orca. Ja, ist das jetzt hier in den Boden reingeklitscht oder was? Wo muss man mit dem Helikopter hinschießen? Hey, da ist es, ich seh's. Ich schieß auf den Heli. Wo muss man da hinschießen? Auf die Scheiben, mach ich mal. Oder auf den Rotor oben. Hast du das Geld? Warte, noch nicht. Wo ist der zweite? Ich weiß es nicht. André, geh mal ein Stück. Der zweite ist weggefahren. Geld. Warte. In welche Richtung? Ich habe keinen Kompass, komischerweise. Richtung... Ich scoute gerade mal, ob ich den noch irgendwo sehe. Wir müssen hier weg, Leute, ne? Die Bullen kommen gleich bestimmt. Habt ihr das? 159.000. Sehr schön. Jetzt so eine Helis oder was? Ja, einer oder zwei? Einer. Einer. Zwei? Einer. Der Hammett ist weggekommen. Conny, wo hast du ihn geparkt? Krass, wie viel ich auf die Rotoren gerohrt hab. Hört ihr schon irgendwelche Bullen? Nö. Nee. Nö. Wer ist das da? Falsche Richtung. Lauf zu unserem Heli, was denn? Johannes? Ja. Oder? Ja, okay, alles klar. Ja. Nee, da müsst ihr selber fliegen. Kriegt das irgendwer von euch hin? Ich bin die wertvolle Kraft hin. Scheiße, ich hätte lieber den Hammett gehabt, aber Alter. Yeti, wo steht der? Was denn, wie denn, was denn? Hinten im Dorf. Yeti, du musst fliegen, ne? Okay. So, meine Kippe verglüht.
So, bin drin. Alter, ich dachte, der fährt die andere Richtung, deswegen bin ich da oben geblieben. Ja, aber vor allem, wie viel hält denn das Ding aus? Ich hab richtig hart auf die Reifen, ich muss mir das nochmal in dem Video angucken. Drop your weapon. Ich höre ein Heli, das sind garantiert die Bullen. Oder startet ihr gerade? Wir starten gerade. Wieso? Wir haben doch gesagt, die sollen. Conny hat das erstmal auf Englisch gemacht. Was? Wir hätten zuerst geschossen. Ja. Er hat angefangen. Also ich habe eure Reifen zuerst geschossen. Ich auch. Merko. Konrad, du bist gerade von 2 Meter hier. Will jemand anderes fliegen vielleicht? Jo, ich geh raus. Ich... Guten Tag. Ja, servus Leute. Ich wollte gerade nicht stören. Hallo. Das wäre hier ein ziemlicher Action. Oh ja. Endlich mal mehr als $500 geklaut. Passen denn alle rein? Aber wenn du mal durch die Gruppe teilst... War das nicht viel? Ist es nicht so viel. Ja, das hat die Auslegung. Aber mehr als 500 Dollar. Aber das schon die aber dass der Hammett so viel aushält. Könnt ihr mal die Gang öffentlich machen? Ich muss was trinken. Kann ich das hier? Das kannst du drinnen machen.